mal ein Video auf meinem Kanal und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr besser editen könnt. Und ja, dazu und damit könnt ihr auch richtig eure Freunde beeindrucken. Und ja, dann würde ich mal sagen, geht auch schon los. Als erstes müsst ihr in die Einstellungen gehen und müsst die drei, also ist nur für PC-Spiele, okay? 3D-Auflösung auf 25, komplett runter. Ist ein bisschen verschwommen, ja, aber passt auf. Geht auf Einstellen, auf die vier Striche hier oben. Also vier Pfeile. Müsst ihr ein bisschen runterscrollen und Gebäude bearbeiten. Dann macht ihr diesen Pfeil über Enter und dann nehmt ihr Enter, also Eingabe Enter, ja. So, wenn ihr dies habt, könnt ihr einfach so und einfach ganz schnell die, einfach ganz schnell gleichzeitig drücken und dann passiert sowas. Und Leute, hier, ihr seht, ich kann so schnell editen. Und ich würde euch natürlich nicht im Public oder so empfehlen, weil ich würde einfach nur das dann zu nehmen und eure Freunde zu Hause eindrucken. Und ja, ich mache auf jeden Fall jetzt mal Metall unsichtbar. Und ja, 15 Sekunden dauert das Ganze. Und dann nehmen wir auf direkt 3, 2, 1. 1, 2, okay, das waren auch schon 15 Sekunden, Leute. Ihr seht, einfach unsichtbar. Ihr könnt auch 10 Sekunden machen, reicht auch schon aus. Aber 5, nein, klappt auf keinen Fall. Und ja, Leute, würde ich mal sagen, das war's auch schon mit dem kleinen Tutorial. Und ja, Leute, ich mach's einfach mal. Ihr könnt mich adden. Einstellungen. Fragen habe ich schon extra so gemacht. Da ich jetzt adden will, it's wonder. Und ja, ihr habt auf jeden Fall, wenn das Video rauskommt, bis zum 29. Februar habt ihr Zeit, um mich zu editen. Also, es ist noch gut 5 Wochen. Oder 4 Wochen? 3 Wochen? So 4 Wochen ungefähr. So, habt ihr Zeit und ja, dann würde ich sagen, das war's auch schon mit dem Video. Und ciao!